Lusken, wie kommt der kleine Ostasien nach Grevenbroich? Also in Hasen haben zwei nette Damen Anfang letzter Woche vorbeigebracht, die den verwahrlost gefunden haben, am Feld alleine gelassen und ja, die Hasen bedürfen ja noch der mütterlichen Fürsorge und ja, müssen somit mit der Hand aufgezogen werden. Und die Damen haben sich ein Herz gefasst, haben uns den Hasen dann hier vorbeigebracht, und, ja, damit wir uns darum kümmern, ganz einfach. Wie alt schätzen wir den kleinen Hasen? Ja, aufgrund des Gewichts kann man schließen, dass der jetzt ungefähr 3 bis 4 Wochen alt sein müsste. Wie wird er denn jetzt hier versorgt? Ja, also wir haben so einen Katzenmilchersatz, das wir hier mit Fencheltee anrühren. Und dann, ja gut, muss man noch, das ist ein bisschen kompliziert wegen der ganzen Verdauung, weil das natürlich nur ein Milchersatz ist zur Muttermilch. Und ja, dann wird das halt mit diversen verdauungsfördernden Mitteln noch angereichert und ja, ihm dann verabreicht über ganz normale Fütterung, oral und ja. Und wie lange wird er jetzt hier in der Auffangstation verbleiben? Ja, also der braucht noch gut 600 Gramm Eigengewicht drauf, damit er wirklich alleine draußen überleben kann und ja, anfängt Grünfutter zu sich zu nehmen. Also wird er noch bestimmt gut 4-5 Wochen bei uns hier verweilen, auf jeden Fall. Sind Sie nicht ein bisschen wehmütig, wenn Sie diesen kleinen Hasen eines Tages wieder abgeben müssen? Man hat sich ja so dran gewöhnt, oder? Ja, also es wird bestimmt nicht leicht fallen, wenn wir den Hasen wieder aussetzen müssen, weil man ja doch viel, viel Liebe und Energie da rein investiert hat. Aber im Endeffekt ist das natürlich genau die Intention, die wir haben wollen für die Tiere, dass wir wirklich nur gucken, dass sie versorgt sind und die im Endeffekt wieder ausgewildert werden. Ja, also das ist unsere ganze Absicht, die wir verfolgen. Und darum kann man doch mit einem Lachen und einem weinenden Auge das Tier nachher aussetzen. Nun wird ja zu Ostern meistens das Kaninchen vorgeführt. Woran unterscheidet man zwischen einem Kaninchen und einem Hasen? Also das ist eigentlich, in erster Linie kann man das gut am Fell unterscheiden, ob es sich um einen Feldhasen oder ein Kaninchen handelt. Der Feldhase, wie hier zu sehen, hat ein bisschen ein gescheckteres Fell, das nicht so einfarbig ist wie beim Kaninchen. Des Weiteren kann man oben an den Löffeln sehen, diese schwarzen Absätze, die auch typisch für den Hasen sind, sowie die Augen. Also der Hase hat eine braune Iris mit schwarzer Pupille und die Kaninchen haben komplett schwarze Augen. Also das sind eigentlich so die Anhaltspunkte, wo man das gut dran unterscheiden könnte. Können Sie noch was zu Ihrer Person sagen, was Sie hier machen? Ja, ich bin seit dem 4.01.2010 jetzt Zivildienstleister hier im Schneckenhaus. Und ja, es macht einfach Spaß, muss ich sagen. Wir sind hier ein schönes Team mit 5, 6 Zivildienstleistenden und um den Norbert Wolf herum. Und das macht einfach Spaß hier. Das ist eine super Aufgabe. Wo ich mich absolut drin wiederfinde und das einfach gern mache hier und auch jeden Tag mit Freude hier hingehe. Das ist ja ein richtiger Fulltime-Job, den Sie hier absolvieren mit dem kleinen Hasen, oder? Ja, aufgrund der Fürsorge alle 2 bis 3 Stunden, wo der Hase wirklich gefüttert werden muss, ist es in dem Sinne ein Fulltime-Job teilweise. Wobei wir müssen halt wirklich probieren, damit diesen 5, 6 Zivildienstleisten, die wir haben, das so ein bisschen aufzufangen und uns gegenseitig auch zu entlasten, wenn mal wirklich härtere Wochen hier anstehen. Aber also wie gesagt, die Tiere brauchen die Fürsorge und das ist halt wirklich zeitintensiv, aber das bringt der Job hier einfach mit sich. Thank you.
Okay.